And you bucketheads are gonna be sorry when my uncle, the Emperor, finds out you're keeping me here against my will. Why do you come to my tomb, Jedi? To learn. Do you know who I am? Yes, Darth Bane, the ancient Sith Lord you are. And know why I am not forgotten? Created the rule of two, you did. Yoda trifft auf einen Geist von Darth Bane in The Clone Wars. Die Szene kennt ihr wahrscheinlich, die ist aus der letzten Folge der 6. Staffel, als Yoda auf Moraband einen Test der Machtpriesterin bestehen muss. Das ist, Stand heute, die einzige explizite Situation im filmischen Star Wars Kanon, in der Darth Bane irgendwie zu sehen ist und eingeordnet wird. Und wenn man Leute fragt, wofür steht Darth Bane, dann können vielleicht einige sagen, ja, das war ein Sith, der die Regel der Zwei aufgestellt hat. Die Regel, bei den Sith kann es immer nur einen geben, einen Meister und einen Schüler. Mit diesem Bild der Sith sind die meisten von uns groß geworden. Wer mit Episode 1 aufgewachsen ist, sah Palpatine den Meister und seinen Schüler Darth Maul. This is my apprentice, Darth Maul. He will find your lost ship. Und wer, wie ich, mit der klassischen Trilogie groß geworden ist, für den ist die vertraute Sith-Konstellation Palpatine der Meister, Darth Vader der Schüler. What is thy bidding, my master? There is a great disturbance in the Force. Diese Regel der Sith, ein Meister, ein Schüler, läuft in den Filmen die meiste Zeit mehr oder weniger selbstverständlich mit. Doch was Palpatine und Vader hier ausleben, wurde 1000 Jahre vorher von einem genialen Sith vorbereitet. Darth Bane. Wer war dieser Darth Bane? Und wie kam er darauf, dass es immer nur zwei Sith geben dürfe? Ich kann euch sagen, diese Geschichte allein ist schon spannend und interessant, aber da ist noch mehr drin. Der Mann galt als ein Auserwählter der Sith. Der Mann wird der erste Sith mit dem Titel Darth seit tausenden von Jahren. Der Mann hatte als Sith eine Art Liebesbeziehung. Der Mann hat zeitweise eine ziemlich einzigartige Rüstung aus Käfern getragen. Und überhaupt, in der Geschichte von Darth Bane sind ziemlich interessante Perspektiven drin auf die Jedi, die Sith und die Macht. Und da sehe ich spannende Verbindungen aus diesen Legends-Geschichten bis tief in die Skywalker-Saga, auch hin zum umstrittenen Auftritt von Palpatine in Episode 9. Und dabei ist ganz wichtig, die Geschichte von Darth Bane in all ihren Details ist eine Geschichte aus den Legends. Das meiste davon kommt aus der Darth Bane Roman-Trilogie des renommierten und sehr erfolgreichen Autoren Drew Karpyshyn. Über den und die Entstehung der Bane-Geschichte möchte ich gegen Ende auch noch reden. Und ich will auch so ein bisschen meine persönliche Perspektive reinbringen, denn für mich war die Auseinandersetzung mit Darth Bane für diesen Podcast auch eine neue Erfahrung. Und achtet mal ganz genau auf die Musik. Die hat ein Freund extra für diese Podcast-Folge komponiert und produziert. Jetzt aber rein in das Leben von Darth Bane. Ich bin Kevin, willkommen. Wir sind im Jahr 1026 vor der Schlacht von Yavin, also rund 1000 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1. Zu dieser Zeit beginnt die Geschichte von Darth Bane. Er wächst auf in den äußeren Randbereichen der Galaxis auf dem Planeten Apatros. Hier wird Bane geboren als junger Mensch mit dem Namen Dessel, kurz Des. Seine Kindheit und Jugend verlaufen, milde gesagt, etwas ungünstig. Seine Mutter stirbt bei der Geburt. Und sein Vater gibt ihm die Schuld daran, misshandelt ihn und beschimpft ihn.
Hier liegt schon die Wurzel für den Namen, den Death sich später geben wird. Er wird von seinem Vater Bane genannt, wörtlich übersetzt Fluch. Also Sohn, du bist schuld, dass deine Mutter gestorben ist und überhaupt, dass mein Leben so mies ist, wie es ist. Deswegen bist du, Sohn, mein persönlicher Fluch, im Englischen Bane, also ein sprechender Name. Das greift Death später im Leben auf, das werden wir noch sehen. Auch sonst hat der junge Death keinen einfachen Start ins Leben. Er schuftet auf Apatros in einer Kortosis-Mine, ist also jeden Tag körperlich heftig gefordert und wird auch von seinem Chef schlecht behandelt. Dadurch sammelt der junge Death nicht nur einen großen Berg Muskeln an, sondern auch einen großen Berg Wut und Hass. Er neigt also schon früh zur dunklen Seite. Die Jedi dagegen findet er suspekt. An einer Stelle sagt er, er habe gehört, die Jedi seien gegen Leidenschaft und gegen Emotionen. Hier erzählt in der Hörbuchedition von Darth Bane. The idea of answering to a Jedi Master doesn't really appeal to me. He said, I've heard some strange things about what they believe in. No passion, no emotion. Sounds like they want to turn us all into droids. Es scheine, die Jedi wollten alle in Droiden verwandeln, sagt Des. Bane neigt also schon als junger Mensch eher zur dunklen Seite und das führt zu zwei Ereignissen, die ihn für die nächsten Jahre prägen werden. Als Des 18 ist, gerät er mit seinem Vater aneinander. Die beiden prügeln sich. Der Vater bricht Des dabei mehrere Rippen und Des ist danach so wütend auf ihn, dass er sich nachts vorstellt, eine riesige Hand würde das Herz seines Vaters zerquetschen. Des merkt in diesem Moment nicht, dass er unbewusst die dunkle Seite der Macht benutzt und tatsächlich das Herz seines Vaters zerquetscht und ihn dadurch tötet. Das zweite Ereignis folgt kurz darauf. Des spielt in einer Kantina Sabak gegen Soldaten der Galaktischen Republik. Einer der Soldaten fühlt sich von Des betrogen. Deswegen gibt es später eine Schlägerei, in der Des mit den Soldaten den Boden aufwischt. Als einer der Soldaten eine Vibro-Klinge zieht, erahnt Des das unbewusst mit der Macht, kann den Angriff abwehren und ersticht den Soldaten mit dessen eigener Klinge. Und damit hat der junge Des wichtige Weichen gestellt für sich. Er hat die dunkle Seite der Macht eingesetzt, um sich von seinem Vater, ein Sith würde sagen, zu befreien. Und weil er einen Soldaten getötet hat, hat er es sich mit der Galaktischen Republik verscherzt und damit auch mit den Jedi. Des muss von Apatros fliehen und da kommt es ihm gerade recht, dass ein Freund ihm Kontakt zu den Sith vermitteln kann. Und damit stürzt sich Des, der spätere Darth Bane, mitten rein in den großen galaktischen Konflikt seiner Zeit. Bane und die neuen Sith-Kriege. Die Situation rund 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin ist die. Auf der einen Seite ist die Republik mit tausenden Jedi, die sich zu der sogenannten Armee des Lichts zusammengeschlossen haben. Auf der anderen Seite sind die Sith, die zusammen die Bruderschaft der Dunkelheit bilden, mit mehreren Sith-Lords, Dark-Lords, Sith-Kriegern, Sith-Schülern, Soldaten und Söldnern. Das ist zu dieser Zeit kein geschlossenes Sith-Imperium, sondern mehr ein lockerer Verband mit nur einzelnen festen Strukturen, zum Beispiel einem Anführer, dem Sith-Lord Khan, und einem Rat aus 16 Sith-Dark-Lords. Die Jedi-Armee des Lichts und die Sith-Bruderschaft der Dunkelheit führen offen Krieg miteinander. Der junge Des lässt sich nach seiner Flucht von Apatros als Soldat der Sith rekrutieren und kämpft dabei in einer Einheit namens Gloomwalkers, wörtlich übersetzt Läufer in der Düsternis, schon wieder so ein sprechender Name. In dieser Einheit der Gloomwalkers erfährt Des Krieg, er erfährt Kameradschaft, er erarbeitet sich unter seinen Kameraden Respekt und Prestige und irgendwann entdeckt ein Sith, dass dieser junge Soldat Des machtaffin ist. Er bringt Des zur Sith-Akademie nach Korriban. Korriban ist eine der großen Sith-Kernwelten aus den Legenden rund um die Zeit der Alten Republik. Und hier, rund 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, ist Korriban die Hauptwelt der Sith-Bruderschaft der Dunkelheit. Die Sith-Akademie darauf ist ein riesiger, düsterer Komplex mit Dutzenden Sith-Lehrmeistern. In der Sith-Akademie auf Korriban entscheidet sich Des, den Namen Bane anzunehmen,
Das Schimpfwort, das sein Vater ihm an den Kopf geworfen hat. Sein Vater, der Des so oft misshandelt hat. Die Erinnerung an die Furcht vor seinem Vater und die Wut will Des nur nutzen, um stärker zu werden. Do you wish to choose a new name for yourself, Des? Kopesh asked, possibly sensing his reluctance. Do you wish to be reborn? Des nodded. Kopesh smiled once more. And by what name shall we call you now? The fear would not stop him. He would seize the fear, transform it, and make it his own. He would take what had once made him weak and use it to make himself strong. My name is Bane. Bane of the Sith. Zu dieser Zeit sieht Bane aus, wie er auf vielen Buchcovern gezeigt wird. 2 Meter groß, sehr muskulös, Glatze, schwarze Tätowierung um die Augen, harte Gesichtszüge. Seine Karriere auf der Sith-Akademie läuft ziemlich wechselhaft. Auf der einen Seite lernt er schnell dazu und wird so stark, dass einer der Sith-Lehrmeister Kopesh glaubt, Bane könnte der Sifari sein. Der Sifari ist ein Auserwählter, der den Sith-Orden zerstören und stärker wieder aufbauen wird. He is that strong, is he? This Bane. Kopesh nodded. I think he might be the one we've been searching for. He could be the Sithari. Diese Prophezeiung des Sifari ist verglichen mit der Prophezeiung des auserwählten Anakin Skywalker, der das Gleichgewicht der Macht herstellen würde, relativ eindeutig. Der Sifari werde frei von Grenzen sein, er werde die Sith anführen und er werde sie zerstören. Der Sifari werde die Sith aus dem Tod zurückholen und sie stärker machen als zuvor. Aufgeschrieben wurde das fast 7000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Geschaffen wurde die Prophezeiung aber schon viel früher, 20.000 Jahre davor, von einem König der Sith-Spezies. Der Sith-Lord Cordis ergänzt die Prophezeiung, der Sifari sei ein perfektes Wesen, das alles verkörpere, wofür die Sith stünden. They say the Sith will one day be led by a perfect being, one who embodies the dark side and all we stand for. Auf der einen Seite läuft Banes Karriere auf der Akademie so gut, dass Sith-Meister ihn für den Auserwählten halten. Auf der anderen Seite erleidet Bane in seiner Ausbildung auch immer wieder heftige Rückschläge. Zum Beispiel verliert er ein heftiges Duell gegen einen Mitschüler und verliert danach seine Verbindung zur Macht. Und hier kommt eine Frau in Banes Leben. Giffany. Giffany ist eine frühere Jedi, die aber keine Lust mehr hat auf den Jedi-Orden und sich der dunklen Bruderschaft der Sith anschließt. Sie und Bane haben eine komplexe Beziehung und das fand ich persönlich ziemlich interessant und abwechslungsreich. Bane und Giffany schwanken immer zwischen, sie scheinen sich mindestens attraktiv zu finden, teilweise zu lieben und sie nutzen sich nur gegenseitig aus, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Als Bane seine Verbindung zur Macht verloren hat, hilft Giffany ihm, die Verbindung wiederherzustellen. Dazu nimmt sie mit ihm eine Art Gedankenverschmelzung auf und erinnert ihn an die Dunkelheit in ihm. She was reaching out with the Force. Come with me, Bane, she whispered. Suddenly, he felt as if he were falling. No, not falling. Diving. Swooping down into a great abyss. The dark side is emotion, Bane. Anger, hate, love, lust. These are what make us strong. Peace is a lie. There is only passion. Your passion is still there, Bane. Seek it out. Reclaim it. Dabei ist Banes Verhältnis zu Giffany von Anfang an sexuell aufgeladen. Die beiden fühlen sich heftig zueinander hingezogen. Hier beschreibt Drew Karpyshyn, wie Giffany Bane anteast und er ihr und ihren schwingenden Hüften hinterher schaut. The hand on his cheek fell away and he let go of her arm. She gave him one last appraising glance, then rose and walked away with brisk, purposeful strides. She never glanced back.
but Bane was content to follow her swaying hips until she was out of sight. Doch Giffeny will Bane nur benutzen. Sie will ihre Rivalen vernichten und er soll ihr dabei helfen. Dazu will Giffeny Bane bewusst um den Finger wickeln mit ihren körperlichen Reizen und ihrem Wissen über die Macht, das Bane von ihr lernen will. Doch das Verhältnis wird komplizierter. Giffeny ist am Anfang noch gewollt, Bane nur zu benutzen, doch mit der Zeit entwickelt auch sie Gefühle für ihn. Und dadurch kriegt Giffeny nicht mit, dass Bane auch sie heimlich hintergeht. Ohne dass sie es weiß, trainiert er heimlich. I've been training with Lord Cassim. In secret. That made sense, she saw. In fact, she should have figured it out on her own. Maybe you would have if you hadn't let Bane get to you. She chided herself. You knew you were starting to have feelings for him. You let them cloud your judgment. Out loud, she said, I don't like being played for a fool, Bane. Neither do I, he said. I'm not stupid, Giffeny. I know what you wanted from me. I know what you expected me to say. I will get my revenge on Sirak. But I'm taking my own path. Gleichzeitig gehen die beiden sehr gefühlvoll, liebevoll, romantisch miteinander um. Hier fasst Bane Giffeny sanft an und küsst sie leicht. Bane reached out a hand and let it rest gently on her shoulder. You don't have to worry, he reassured her. Nobody will know you were involved. That's not what I'm worried about, she whispered. He tilted his head to one side, studying her closely to see if she was being honest with him. Much to her own surprise, she actually was. Bane must have sensed her sincerity because he leaned in close and kissed her softly on the lips. He drew back slowly, letting his hand slip from her shoulder. Without another word, he rose to his feet and made his way toward the door leading out of the archives. Danach ist Giffeny so berührt, dass ihr eine Träne runterrollt. Und dafür wiederum macht sie sich Vorwürfe und ärgert sich über ihre Schwäche. Überhaupt, Bane und Giffeny streiten darüber, was einen wahren Sith ausmacht. Hier tadelt Giffeny Bane, dass er einen besiegten Gegner nicht getötet, sondern verschont hat. You still aren't willing to give yourself fully to the dark side, she said. Sirak showed weakness and you showed him mercy. That's not the way of the Sith. What do you know of the ways of the Sith? Und mit Giffenys Hilfe entwickelt Bane so langsam die philosophischen Grundlagen für die Regel der Zwei. Zum Beispiel, Freunde, persönliche Bindungen sind eine Last, meint er. Man müsse sein eigenes Potenzial entwickeln, selbst mächtig werden. Bane reflektiert, dass selbst seine Freunde in den Gloomwalkers damals ihm keine Hilfe waren, sondern eine Art Fessel. Er habe sich um sie gesorgt, habe sich um sie gekümmert. Doch am Ende, als er sie gebraucht habe, seien sie nicht da gewesen. He understood now that personal attachments could only hold him back. Friends were a burden. He had to rely on himself. He had to develop his own potential, his own power. In the end, that was what it really came down to, power. And above all else, the dark side promised power. Die dunkle Seite verspreche besonders viel Macht. Aber die Sith, wie sie zu seiner Zeit existierten, seien schwach und vom wahren Pfad abgekommen. He despised them all. Masters and apprentices alike. They were no better than the Jedi who had looted Korriban 3 millennia before. The Academy was an abomination, a testament to how far the Sith had fallen from the true ideals of the dark side. Bane alone understood this. He alone saw the truth. And he alone could lead the Sith back to the way of the dark side. Die Sith seien nicht besser als die Jedi. Die Sith-Akademie sei eine Abscheulichkeit, ein Beweis dafür, wie weit die Sith von den wahren Idealen der dunklen Seite abgekommen seien. Nur Bane habe das verstanden, nur er sehe die Wahrheit, nur er könne die Sith zurückführen auf den Weg der dunklen Seite. Und dabei wird Bane wesentlich inspiriert von niemand Geringerem als Darth Revan.
Revan ist unter den Sith zu der Zeit von Bane eine Legende. Der hat ja rund 3000 Jahre vorher gelebt. Aber Bane selbst wird erst so richtig auf Revan aufmerksam, als er auf der Akademie ein Buch von ihm liest. Darin nennt sich Revan selbst Darth Revan. Der Titel Darth wird zu Banes Zeit von den Sith nicht mehr benutzt, sie nennen sich eher Dark Lord. Bane fragt sich, warum der Titel Darth nicht mehr gebraucht wird. Revan's story was well known to Sith and Jedi alike. What intrigued Bane was the use of the Darth title. None of the modern Sith used the Darth name, preferring the designation Dark Lord. Bane had always found this puzzling, but he had never asked the Masters about it. Perhaps in this volume, by one of the last great Sith to use the designation, he could find out why the tradition had fallen into disuse. Bane nimmt für sich den Titel Darth an und verlässt die Sith-Akademie. Er will mehr haben von den Lehren von Darth Revan und sucht dafür dessen Holocron. Er findet ihn in einem alten Tempel der Rakata. In diesen Holocron hat Revan seine Lehren gegossen, aus der Zeit, als er selbst ein Sith war, zu der Zeit der Mandalorianischen Kriege. Revan lehrt Bane unter anderem, dass der in erster Linie Macht ansammeln soll. Power. The dark side offers power for power's sake. You must crave it, covet it. You must seek power above all else, with no reservation or hesitation. There can be no compromise. Mercy, compassion, loyalty, all these things will prevent you from claiming what is rightfully yours. Revan warnt auch davor, dass die Macht Bane verändern würde, aber er dürfe sich vor dieser Veränderung nicht fürchten. Nur wer diese Veränderung annehme, könne wahre Macht erlangen. Es gebe keinen Mittelweg, keinen Kompromiss. Bane sieht sich dabei auf dem richtigen Weg. Er hat seine Zeit als Minenarbeiter auf Apatros hinter sich gelassen, er hat seine Zeit als Soldat hinter sich gelassen und jetzt hat er die Sith-Akademie auf Korriban hinter sich gelassen. Später kommt noch dazu, dass er andere Formen der Veränderungen zulässt. Und das erinnert mich sehr an die Sith Palpatine und Vader. Palpatine wird durch die Konfrontation mit Mace Windu ja deformiert und vernarbt. Vader wird nach dem Kampf gegen Obi-Wan auf Mustafar zur diabolischen Maschine, die nur dank ihres Anzugs überleben kann und die den ganzen Tag Schmerz erleidet. Diese Schmerzen sind ganz sicher wichtig dafür, dass Vader so ein mächtiger Sith sein kann. Ähnliches nimmt später Bane auf sich, das werden wir noch sehen. Jetzt ist erstmal wichtiger, dass Revan Bane nicht nur indirekt auf die Regel der Zwei gestoßen hat, sondern ziemlich direkt. Hier lehrt der Holocron von Darth Revan: Any master who instructs more than one apprentice in the ways of the dark side is a fool. In time, the apprentices will unite their strength and overthrow the master. It's inevitable, axiomatic. That is why each master must only have one student. Jeder Meister darf laut Revan nur einen Schüler haben, immer nur Zweierpärchen. Und auf den Sith-Orden gesamtbezogen, sagt Revan: This is also the reason there can be only one Dark Lord. The Sith must be ruled by a single leader, the very embodiment of the strength and power of the dark side. If the leader grows weak, another must rise to seize the mantle. Die Sith insgesamt dürfen aus Revans Sicht nur einen Dark Lord haben. Als ich das zum ersten Mal so gelesen bzw. gehört habe, habe ich gedacht, eigentlich hat sich doch Revan die Regel der Zwei ausgedacht. Hier ist doch schon der Kern drin. Es kann immer nur einen Sith-Meister geben und einen Schüler. Ein Meister soll nicht mehrere Schüler haben. Und auf die Sith gesamt gesehen dürfe es immer nur einen Dark Lord geben. Revan sagt für mich aber nicht ausdrücklich, dass es insgesamt nur zwei Sith geben darf. Theoretisch könnte man Revan so verstehen, dass es über die Galaxis verstreut mehrere Sith-Pärchen geben darf. Bane führt dann Revans Lehren zu dieser Schlussfolgerung zusammen, dass es insgesamt nur zwei Sith geben darf. Und er ist in der Folge derjenige, der diese Regel proklamiert und in die Tat umsetzt. Er will alle Sith töten, die gesamte Bruderschaft der Dunkelheit. Alle Sith-Schüler, Sith-Meister, die dunklen Lords bis hin zum obersten dunklen Lord Khan.
Wie Khan die Sith führt, ist aus Banes Sicht komplett falsch. Unter Khan existieren viele Sith nebeneinander. Allein im Rat tummeln sich 16 Dark Lords, die alle irgendwie Kompromisse eingehen. Aus Banes Sicht bremsen sie sich nur ständig selbst aus. Keiner könne sich richtig entfalten. Keiner könne sein volles Potenzial ausschöpfen. Keiner könne die komplette Macht erlangen. Bane ist überzeugt, dass die dunkle Seite am besten in einem Wesen konzentriert sein müsse, sonst werde sie zu stark ausgedünnt. Außerdem stört sich Bane daran, dass unter Khan eine Art Gleichheit unter den Sith herrscht. Bane meint, Gleichheit sei ein Konzept der Jedi und ein Konzept der Schwäche. Bane glaubt fest daran, dass es Starke und Schwache geben muss. Bei den Jedi geht es darum, dass die Stärkeren die Schwächeren stützen. Für Bane sind die Schwächeren aber da, den Stärkeren zu dienen. Ein weiteres Problem, das Bane an den Sith seiner Zeit kritisiert: die dunkle Seite führe ja immer zur Rivalität. Jeder will der Mächtigste sein. Diese Rivalität sei auf der einen Seite gut, die Schwächeren würden von den Mächtigeren besiegt. Auf der anderen Seite könne diese Rivalität die größte Schwäche der Sith sein. Der Stärkere müsse ja immer vorsichtig sein, dass sich unter ihm nicht eine Gruppe von Schwächeren gegen ihn verbünde. Und im schlimmsten Fall kann es sein, dass dann eigentlich Schwächere den Stärkeren besiegen und Schwächere übrig bleiben. Da ist Bane in seinen Ansichten sehr dogmatisch und sehr konsequent. So wie die Sith jetzt seien, seien sie zu schwach und könnten die Jedi niemals besiegen. Bane kritisiert dem aktuellen Anführer Lord Khan, gehe es in erster Linie darum, den Orden zusammenzuhalten, um das Wohlergehen des Ordens und nicht um das Wohlergehen der dunklen Seite insgesamt. Die Sith könnten nur dann wahre und volle Macht erlangen, wenn es immer nur einen Meister gäbe, der die dunkle Seite voll auslebe. Und insgesamt dürfe es nur zwei geben. One to hold the power, heißt es wörtlich, another to crave it. Einen, der die Macht verkörpere, einen anderen, der sich danach sehne. Keine Kompromisse, nur Selbstsucht, Geheimhaltung, Täuschung, Hinterhältigkeit. Oder, um es mit dem Sith-Kodex zu sagen, Leidenschaft, Stärke, Macht, Sieg, Freiheit. Oberstes Ziel ist es aus Banes Sicht, der dunklen Seite zum Sieg zu verhelfen. Und am Ende heißt das, der Sieg über die Jedi. Bane beginnt, die Regel der Zwei umzusetzen. Er beginnt in der Sith-Akademie und tötet einen Sith namens Serak. Der bittet noch um Gnade. Serak pleaded, I'll serve you. I'll do anything you command. You can use me. I can help you. Please, Bane, have mercy. Bane steeled himself. Those who ask for mercy, he answered coldly, are too weak to deserve it. His blade decapitated his helpless foe. Bane sagt, die um Gnade flehen seien zu schwach, sie zu verdienen. Nachdem Bane Serak getötet hat, fühlt er sich gut. Die dunkle Seite durchströmt ihn und die Worte des Sith-Kodex durchfluten ihn. Durch Power Victory, durch Victory, my chains are broken. Diesen Kodex zitiert Bane in der Romantrilogie immer und immer wieder. Neben der Regel der Zwei ist das seine wichtigste Leitlinie. Natürlich kann er jetzt nicht hergehen und die anderen Sith-Meister und Dark Lords jeden Einzelnen konfrontieren und besiegen. Bane weiß, dass er da ganz Sith sein muss. Trickreich, lügend, komplottschmiedend. Dazu geht er dorthin, wo der Krieg zwischen den Jedi und den Sith sich zuspitzt, auf den Planeten Rusan. Dort hat Lord Khan, der Anführer der Dunklen Bruderschaft, praktischerweise alle Sith versammelt, um eine letzte Schlacht gegen die Jedi zu schlagen. Bane glaubt nicht daran, dass die Sith unter Khan diese Schlacht gewinnen können. Er trickst Khan aus und bringt ihn dazu, dass er eine Art Sith-Ritual abhält. Die Gedankenbombe. Dazu sind alle Sith, außer Bane, in einer Höhle versammelt, die Gedankenbombe detoniert und alle Sith kommen ums Leben, sogar Giffany. It began with a trembling in the ground.
Her initial instinct was fear of a groundquake or a cave-in that would bury her beneath tons of dirt and stones within sight of the surface. But when she felt the power of the dark side rushing up the passage toward her, she realized she was about to suffer a far more horrible fate. Those at the epicenter of the blast had been vaporized. Caught on the fringes of the thought bomb's radius, Githany was not so lucky. The wave of pure dark side energy swept over her an instant later. It tore through her like some terrible wind, sucking the essence of life from her body and ripping her spirit from its corporeal shell. Her flesh withered and shrank, her beautiful features mummified before she even had time to scream. And then, as quickly as it had come, the wave had passed. For one frozen moment, her lifeless husk stood in perfect balance before it toppled and struck the ground, disintegrating into ash. Githanys Tod war für mich eine der großen Überraschungen in der Bane-Trilogie. Eine Zeit lang schien es darauf hinauszulaufen, dass Bane Githany als Schülerin nehmen würde, doch Githany lässt sich aus Banes Sicht zu sehr von Lord Khan anleiten. Banes neues Konzept für die Sith versteht Githany nicht. Deswegen lässt Bane zu, dass auch Githany in der Höhle mit den anderen Sith ums Leben kommt. Ihr Tod ist für Bane ein wichtiger Schritt. Er lässt von seiner eigentlich irgendwie Geliebten los, weil er das für nötig hält, der dunklen Seite zum Sieg zu verhelfen. Und mit der Gedankenbombe hatte Bane sein erstes Etappenziel erreicht. Die alten Sith waren vernichtet, nur noch er war übrig. Er würde sich jetzt verstecken und so mächtig werden, wie er nur konnte. Sein Wissen würde er dann an einen Schüler weitergeben, bis der oder die eines Tages ihn herausfordern würde. Wenn der oder die Schülerin stark genug ist, wird sie Meister oder Meisterin und sucht sich einen neuen Schüler. Und eines Tages würden die Sith soweit sein. Sie würden die Jedi besiegen können. Bane wusste, dass er das wohl nicht erleben würde, dass das Jahrhunderte dauern würde, aber er hatte sich den großen Plan ausgedacht und in Bewegung gesetzt. Was Darth Bane jetzt zum Start brauchte, war eine Schülerin. Bane muss nicht weit laufen, um eine Schülerin zu finden. Er stolpert quasi über sie noch auf dem Planeten Rusan. Ein Mädchen namens Rain. Bane entdeckt, dass sie nicht nur machtbegabt ist, sondern auch schon mal, ich sage, erfolgreich die dunkle Seite eingesetzt hat. Rain hat auf Rusan miterlebt, wie Jedi eine Freundin getötet haben, und Rain tötet diese Jedi darauf einfach mal instinktiv mit der Macht. Bane sieht in diesem Mädchen enormes Potenzial und macht sie zu seiner Schülerin. Sie bekommt den Namen Senna. Darth Senna. Wie die beiden miteinander umgehen, gehört für mich zum Besten, was ich in Star Wars Büchern gelesen habe. Erst einmal fand ich ihr Lehrer-Schüler-Verhältnis total interessant, weil es so mehrdimensional gezeigt wird. Er gerade am Anfang geduldig und fast liebevoll zu ihr. Auf der anderen Seite bringt Bane Senna die ganze Härte der dunklen Seite bei. Hier ist eine Szene aus dem zweiten Teil der Bane-Trilogie. Da schreit Bane Senna an, sie solle bloß kein Mitgefühl zeigen. But these are worthless emotions. They mean nothing. What you need to feel is anger. Und direkt danach berührt Bane sanft Sennas Schulter und spricht in einem ruhigen Ton zu ihr. He crouched down beside her and relaxed his clenched fist. Then he reached out slowly with his hand and placed it gently on her shoulder. Think back to what you felt when you unleashed your power against them. He said, his voice now a soft, seductive whisper. Think back.
to what you felt when the Jedi murdered your friend. Und die Lehren von Darth Bane fruchten in Darth Zenna. Hier zum Beispiel tötet sie kaltblütig eine ganze Familie, um an deren Schiff zu kommen. Gegen Ende bittet eines der Kinder Zenna um Gnade. Please don't shoot, Wend whimpered, making one last plea for his life. I'm just a kid, like you. I'm not a kid, Zenna said as she pulled the trigger. I'm a Sith. Später trainiert Bane Zenna auch darin, dass sie bloß keine liebevollen Bindungen eingehen soll. Er trägt ihr auf, dass sie sich um ein Tier kümmern soll. Sie zähmt das Tier, füttert es, gewöhnt sich daran, hat es sogar lieb. Nur damit Bane eines Tages dem Tier das Genick bricht und sagt, hier schmeißt das Tier in den Eintopf. Zenna followed his gaze, turning toward the tiny creature. It looked up at her and chirped expectantly. She bent down to pet it, and Bane reached out with the force and snapped its long, thin neck. You've done well, he muttered, as she stared in horror at the tiny body twitching at her feet. Now, toss it in the stew. Bane motiviert Zenna auch, ihre besonderen Talente auszubauen. Während Bane mit einem einhändigen Lichtschwert kämpft, bevorzugt Zenna eine Doppelklinge, wie Darth Maul sie führt. Aber ihr wichtigstes Talent ist wohl, sie hat eine Begabung für Sith Sorcery, heißt es in den Romanen, wörtlich also Hexerei. Ein bisschen wie Mindtricks der Jedi, nur sehr düster und richtig krass. Zenna lernt, in die Gedanken ihrer Gegner einzudringen, bis hin zu Albträume verursachen, die praktisch Realität werden. Auf diese Art beschwört sie sozusagen richtig fiese, mächtige Kreaturen der dunklen Seite, die sie im Kampf für sich ausnutzt. So wird Darth Zenna immer mächtiger und selbstständiger. Und der Moment, dass sie irgendwann ihren Meister herausfordert, rückt unweigerlich näher. In der Zwischenzeit unternimmt Bane mehrere Dinge, um die Position der Sith zu festigen. Dazu gehört, er und Zenna nehmen die Identität von zwei reichen Magnaten an, als die sie dann auch öffentlich auftreten. Ihre Sith-Identitäten halten sie geheim. Dabei bauen sie eine Art Spionagenetzwerk auf, mit dem sie die Republik destabilisieren können, und sie häufen ordentlich Reichtum an. Bane sucht außerdem nach Holocrons von Sith-Lords vergangener Zeiten. Dabei passieren zwei wichtige Dinge. Bane kommt an eine außergewöhnliche und irgendwie schräge Rüstung. Und er bereitet etwas vor, das Palpatine bzw. Darth Sidious später noch für sich nutzen wird. Stichwort Rückkehr in Episode 9. Erst einmal Banes Rüstung. Wenn ihr Bilder von Darth Bane im Internet sucht oder mal Cosplayer von Darth Bane seht, dann sticht eine Optik besonders heraus. Es gibt ja so grob drei Optiken von Darth Bane. Einmal der Darth Bane mit der Glatze von den Buchcovern, dann der Darth Bane aus den Clone Wars, das mit dieser Samurai-artigen Rüstung, und dann der Darth Bane mit seiner komischen Rüstung. Bane trägt dabei eine fast schon organisch aussehende Maske und Rüstungsplatten, die irgendwie nach Käfer aussehen. Dahinter steckt Folgendes. Im zweiten Roman der Bane-Trilogie sucht er nach einem Holocron des Sith Freedon Nadh. Dabei wird er von kleinen Lebewesen angegriffen. Sie krabbeln an einer Höhlenwand entlang, sind flach, oval und unterschiedlich groß. Manche sind so groß wie eine Hand, andere so groß wie ein Teller. Diese käferartigen Tiere heißen Orbalisken und das sind Parasiten. Zwei von ihnen beißen sich in Banes Fleisch und ernähren sich von ihm. Das bereitet Bane unfassbare Schmerzen, doch er entfernt die Orbalisken nicht. Erstens funktioniert das nicht, er schafft es nicht. Und zweitens merkt er, die Viecher sind unwahrscheinlich praktisch, weil die sind gut gepanzert. Lichtschwerter prallen quasi an ihnen ab. Und gleichzeitig scheint Bane die Macht der dunklen Seite mit den Orbalisken noch besser kanalisieren zu können. Sie pumpen ihn mit Chemikalien voll, die ihn in eine Art Rage versetzen. Kurz, Bane wird in seiner Orbaliskenrüstung zu einer praktisch unbesiegbaren Kampfmaschine. Er lässt die Käfer an sich wachsen, bis sie einen Großteil seines Körpers bedecken.
Und in dieser Rüstung besteht Bane tatsächlich einen eigentlich aussichtslosen Kampf gegen mehrere Jedi-Meister. Doch am Ende dieses Kampfes werden die Orbalisken durch Banes eigene Machtblitze getötet. Sie stoßen dabei so viel Gift aus, dass Bane zu sterben droht. Es folgt eine komplizierte Geschichte mit Senna, den Jedi und einem Heiler. Entscheidend ist dabei, dass Bane von den Orbalisken befreit wird und dann ohne diese Rüstung weiterleben kann. Nachdem er quasi notoperiert wurde, wacht Bane das erste Mal seit Jahren ohne diese Parasiten an seinem Körper auf. The contact brought a realization crashing down on Bane. The Orbalisks were gone. That was why he had felt the coarse blankets against his bare skin. That was why he could feel Xana's fingers pressing against his flesh. Orbalisks! He managed to gasp. We had to remove them, his apprentice informed him. They were killing you. Bane felt the world going dim again, his body exhausted by the two words he'd spoken. As he lost consciousness, he felt a pang of regret for what he had lost. Nachdem Senna Bane das Leben gerettet hat, machen die beiden nochmal klar, wofür sie stehen. Es gibt keinen Platz für Sentimentalitäten. Bane ist inzwischen auch für Senna nur Mittel zum Zweck. You still have much to teach me, Xana reminded him. I will continue to study at your feet, Master. I will learn from your wisdom. I will discover your secrets, unlocking them one by one until everything you know, all your knowledge and all your power is mine. And once you are no longer of use to me, I will destroy you. Eines Tages würde Senna Bane töten und ihn als Dark Lord ablösen. Das ist ihr Versprechen. Doch danach vergehen viele Jahre, ohne dass Senna irgendwas unternimmt, ohne dass sie Bane herausfordert. Er macht sich deswegen so langsam Sorgen, ob Senna wirklich die Richtige ist, den Orden der Sith weiterzuführen. Und hier passiert das zweite wichtige Ding bei Banes Suche nach den Sith-Holocrons. Er findet einen Weg, auf gewisse Weise unsterblich zu werden. Bane hat von einem alten Sith-Lord gehört, der einen Weg gefunden hat, die Essenz seines Wesens, seinen Geist, in einen anderen Körper zu übertragen. Dieser Sith wurde von einem Kult verehrt als der unsterbliche Gottkönig von Prakif. Und sein Sith-Name hat mich etwas rausgehauen. Der Name dieses Sith, der quasi einen Weg in die Unsterblichkeit gefunden hat, lautet Darth Undeadu. Also quasi Darth Untot. Undeadu wird zwar nicht geschrieben wie Undead, Untot, aber es klingt halt so. Ich muss zugeben, dass ich das etwas unglücklich fand. Um ehrlich zu sein, ich musste laut lachen. Und ich habe gedacht, Drew Karpyshyn, du hast so eine coole Geschichte über Darth Bane geschrieben und dann baust du solche Namen ein. Und da ist jetzt mal Zeit, darauf zu schauen, wie die Geschichte von Darth Bane eigentlich entstanden ist. Bevor es dann später weitergeht mit der eigentlichen Geschichte, mit dem großen Finale zwischen Darth Bane und Darth Senna. Die Entstehungsgeschichte von Darth Bane. Dass es einen Darth Bane gegeben hat und der die Regel der Zwei aufgestellt hat und umgesetzt hat, das geht nicht auf Drew Karpyshyn zurück, sondern auf George Lucas persönlich. Der hat sich das so ganz grob ausgedacht als Hintergrundgeschichte für die Prequel-Trilogie, also Episode 1 bis 3. Aber so richtig detailliert ausgearbeitet war das damals nicht. Der Name Darth Bane wird ja in den Prequels auch gar nicht erwähnt, er taucht aber auf im Roman zu Episode 1. Dort wird Bane genannt als der Schöpfer der Regel der Zwei. Anschaulicher wurde seine Geschichte dann vor allem in zwei Comicreihen erzählt. Zum einen Jedi vs. Sith von Dark Horse zwischen 2001 und 2002. Da ist schon ganz schön viel drin von der Rahmengeschichte zu Darth Bane. Der große Krieg zwischen der Jedi-Armee des Lichts und der Sith-Bruderschaft der Dunkelheit und wichtige Figuren wie Bane selbst, Senna noch als Mädchen Rain und der Jedi-Anführer Lord Hoff und der Sith-Anführer Lord Khan.
Zum anderen gab es schon die Kurzgeschichte Bane of the Sith aus dem Jahr 2001. Auch da ist schon viel drin, das später in der Bane-Roman-Trilogie von Drew Karpyshyn eine Rolle spielen wird. Zum Beispiel, dass sich Bane auf Daxen in der Höhle die Obeliskenparasiten zuzieht. Das steht schon in der Kurzgeschichte Bane of the Sith drin und wurde später von Drew Karpyshyn in die große Bane-Roman-Trilogie übernommen. Drew Karpyshyn war damals, Anfang der 2000er Jahre, ein Science-Fiction- und Fantasy-Autor, der ziemlich dick im Geschäft war und der wirklich erfolgreiche, sehr renommierte Projekte wesentlich geprägt hat. Hauptsächlich bei Spielen der Softwarefirma BioWare. Beispiele: Neverwinter Nights. Drew Karpyshyn schreibt an der Story mit. Star Wars Knights of the Old Republic 1. Drew Karpyshyn ist der führende Autor. Also die Geschichte um Darth Revan, Malak und Bastila Shawn, das alles haben wir im Wesentlichen Drew Karpyshyn zu verdanken. Später schreibt er noch den Revan-Roman. Bei der Science-Fiction-Reihe Mass Effect ist Drew wieder der führende Autor. Ey, so eine sensationelle Science-Fiction-Geschichte, toll. Auch an Star Wars The Old Republic, dem Online-Rollenspiel, schreibt Drew noch mit, bis er sich dann irgendwann mit BioWare überwirft. Das alles war so grob im Zeitraum 2000 bis 2010. Mittendrin, im Jahr 2006, veröffentlicht Drew Karpyshyn den ersten Teil der Bane-Trilogie. Darth Bane, Path of Destruction. Das ist im Wesentlichen, Bane tritt den Sith bei, entwickelt die Regel der Zwei und vernichtet die alten Sith. Der zweite Band, Rule of Two, erscheint schon ein Jahr später, 2007. Der Kern dieses Buches ist für mich die Ausbildung von Darth Zenner. Und der letzte Band, Dynasty of Evil, erscheint 2009. Da läuft es auf die finale Konfrontation von Darth Bane und Darth Zenner hinaus. Die verzögert sich aber und Bane sucht dann unter anderem nach dem Holocron von Darth Andedu. So, und da kann ich Drew Karpyshyn entlasten. Der Name Darth Andedu, den hat sich nicht Drew Karpyshyn ausgedacht, den gab es schon in den Comicreihen Republic und Legacy, die schon so 2 Jahre vor der Bane-Trilogie erschienen sind. Vielleicht ist euch das egal, aber mir geht's jetzt besser mit Darth Untot. Naja. Drew Karpyshyn hat also die Darth Bane-Trilogie nicht ohne jede Grundlage geschrieben, im Gegenteil, bei manchen Dingen war er praktisch an das Setting, das es schon gab, gebunden. Ich wollte jetzt gerne Drew Karpyshyn persönlich befragen, wie das damals war, als er Darth Bane geschrieben hat. Wie genau war sein Auftrag? Welche Freiheiten hatte er? Wurde das alles nachträglich inhaltlich überprüft, was er geschrieben hat? Sein Bild von den Jedi, den Sith, der Macht und so weiter. Es war auch gar nicht so schwer, an ihn ranzukommen, an den Autoren. Er lebt in Kanada, hat einen Blog, ist auf Twitter aktiv, also relativ gut zugänglich. Ich habe ihn dann angeschrieben und er hat auch relativ schnell geantwortet und auch nett geantwortet, dass er aber leider ablehnen muss. Er sei gerade bei der Firma Archetype Entertainment beschäftigt und da sei es strikte Firmenpolitik, dass man keine Interviews oder sonst irgendwas mit Medien macht, auch wenn es vergangene Projekte betrifft, wie in diesem Fall Darth Bane. Naja, schade, aber es kann ja nur gut für uns sein, dass Drew Karpyshyn an einem neuen Spiel arbeitet bei Archetype Entertainment. Jetzt aber zurück zur eigentlichen Geschichte von Darth Bane und zum Finale. Wir sind ungefähr im Jahr 980 vor der Schlacht von Yavin. Bane hat sich ja den Holocron von Andedu geholt, in der Hoffnung, er könne seinen Geist in einen anderen Körper übertragen. Dahinter steckt nicht der Wunsch, unsterblich zu werden, nein, Bane will ja den Sith und der dunklen Seite zum Sieg verhelfen und im Moment fürchtet er einfach, dass Darth Zenner zu schwach ist, dass sie zu sehr zögert, ihn herauszufordern und dass sie nicht die Richtige ist und deswegen meint Bane, er müsse irgendwie sein Leben verlängern, um sich eine neue Schülerin zu suchen, neu aufzubauen und selber stark zu bleiben. Dann passiert aber was Unvorhergesehenes. Darth Bane wird von Attentätern überwältigt, eingesperrt und gefoltert. Er kann entkommen, und es gibt ein erstes Duell mit Darth Zenner, das aber unentschieden ausgeht. Bane fürchtet danach mehr denn je, dass Zenner zu schwach sein könnte, ihn zu besiegen und als dunklen Lord abzulösen. Deswegen nimmt er sich jetzt eine neue Schülerin, eine Attentäterin, die den Namen Darth Cognus bekommt. Wenn es zum Kampf Bane gegen Zenner kommt, soll sie am Rand stehen und beobachten. Falls Bane gewinnt, soll Cognus Banes Schülerin bleiben. Wenn Zenner gewinnt,
soll sie Sennas Schülerin werden. Und dann passiert es endlich. Das Finale zwischen Senna und Bane. You swore you would not kill me until you had learned all my secrets. That day is here. Xana informed him, igniting the twin blades of her lightsaber. Bane drew out his own weapon in response, the shimmering blade rising up from the curved hilt with a low hum. The two combatants dropped into fighting stances and began to circle slowly. I have surpassed you, Bane, Xana warned him. Now I am the master. Then prove it. He lunged toward her, and the battle began. Xana merkt, dass sie im normalen Lichtschwertkampf nicht gewinnen kann. Sie muss ihre eigentliche Stärke nutzen, die Sith-Hexerei. Sie dringt in Banes Kopf ein und ruft einen wahren Horror hervor. Bane let out a scream and dropped to his knees. When he stood up, the sky was thick with a swarm of flying horrors. Their wings were torn and ragged, leather flaps of skin hanging from exposed bone. Xana schafft es dann, der dunklen Seite selbst Gestalt zu geben, und sie beschwört ein Tentakelmonster. Again, she opened herself up to the dark side. This time, however, she didn't attack Bane directly. She called to power buried for centuries, summoning it up to the surface in wispy tendrils of dark smoke snaking up from the sand. The thin tendrils crawled along the ground, reaching for one another, twining themselves together into writhing tentacles each several meters long. Die Tentakeln treffen Bane, schmelzen mit ihrem Gift sein Fleisch weg, trennen ihm sogar einen Arm ab. Am Ende versucht Bane mit der Technik von Andedu, Sennas Geist und Körper zu übernehmen. Die beiden Sith ringen in Sennas Kopf miteinander. Senna will Bane aus ihrem Kopf vertreiben und ihn in die Dunkelheit des Nichts zurückdrängen. It became a battle of wills. Their two identities locked together inside Xana's mind, grappling for possession of her body. For a moment they seemed to be evenly matched, neither gaining nor giving ground. And then suddenly, it was over. Plötzlich ist es vorbei. Man weiß erst gar nicht eindeutig, wer gewonnen hat. Aus der Sicht von Darth Cognos wird dann beschrieben, Banes Körper ist nur noch ein Haufen Asche. Cognos spürt, dass Banes Lebensenergie sich von seinem Körper gelöst hatte und dann verschwand. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Banes Geist in den Körper von Darth Senna übergegangen ist. Das war lange eine Diskussion, aber das hat Drew Karpyshyn später ausdrücklich verneint. Für ihn hat Senna das Duell gewonnen. Sie hat ihr Bewusstsein behalten. Senna sagt zu Cognos, Bane is gone. Her voice confident and strong. I am Darth Xana, Dark Lord of the Sith, and your new master. Darth Banes Schülerin hat ihren Meister übertroffen und hat den Titel Dark Lord der Sith übernommen. Und so hat Darth Bane verloren und doch gewonnen. Wofür kann die Bane-Trilogie heute noch stehen? Ich habe mir ja die Bane-Romane nochmal vorgenommen in einer Zeit, in der die Skywalker-Saga mit Episode 9 zu Ende geführt wurde. Für die einen zufriedenstellend, für die anderen weniger. Jetzt kann man Bane nehmen und sagen, hey, die Sequels sind schlecht und Darth Bane hat gezeigt, was eine gute Star-Wars-Geschichte ist. Das kann man so sehen, ich respektiere das auch, aber ich persönlich habe die Bane-Trilogie eher als etwas erlebt, was mir die Skywalker-Saga und ja, auch das Finale besser gemacht hat. Dabei hatte ich beim Lesen durchaus gemischte Gefühle. Drew Karpyshyn nutzt in seinen Büchern doch relativ viel Platz, um Nebencharaktere aufzubauen. Nebencharaktere, bei denen ich mich gefragt habe, wieso erzählst du mir das jetzt? Und dann auch noch über ein komplettes Kapitel. Zum Beispiel der Jedi Johann, die Jedi-Meister Hoff und Valentine Farfalla, der Healer Kalib und dessen Tochter, der dunkle Jedi Seth. Puh, das fand ich alles recht anstrengend. Dafür finde ich die beiden Protagonisten, Darth Bane und Darth Senna, so richtig, 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 richtig gut. Dabei hilft mir,
Beide werden immer wieder vor Hürden gestellt, beziehungsweise sie müssen Rückschläge erleiden oder zwischen schwierigen Optionen wählen. Senna zum Beispiel kommt ein-, zweimal in die Situation, dass ein Mensch, der ihr mal was bedeutet hat, zu ihr kommt und sagt, hey, du musst diesem Bane nicht folgen, wir können auch zusammen sein und du kannst ins Licht zurückkehren. Senna nutzt solche Situationen für mich nachvollziehbar und kreativ aus, ohne dass ich zwingend sage, ach, ich weiß genau, wie das ausgeht. Beim Charakter Bane funktioniert das für mich anders. Ich weiß ja von Anfang an, was mit dem Charakter passieren wird. Er etabliert die Regel der zwei und am Ende wird er wohl von seiner eigenen Schülerin getötet. Das muss ja irgendwie so kommen. Aber ich fand es beim Lesen trotzdem spannend, wie es dazu kommt. Dazu bietet die Bane-Trilogie eigene Blicke auf die Macht, die Sith und die Jedi und sie bindet vieles ein, was es bis dahin im erweiterten Universum gab, bis hin zu Wissen hinter den Kulissen. Bane reist zum Beispiel zum Planeten Typhon, der immer mal wieder als der Geburtsort des Jedi-Ordens genannt wurde, oder es werden Tyrantatecs beschrieben, ein Monster, das Count Dooku mal in der Clone Wars-Serie erwähnt. Überhaupt Monster. Drew Karpyshyn hat es mit Monstern. Auf der Suche nach einem Sith-Holocron zähmt Bane sogar einen Rancor und reitet auf ihm. The beast shuddered, knowing what was expected of it. But it was powerless to flee. The Force compelled it to obey. It crouched low to the ground and Bane leapt up onto its back. It rose carefully to its feet, its rider perched on its great hunched shoulders. At Bane's command, the Rancor lumbered off, leaving the beach behind and heading back into the forest, carrying him toward the ancient Rakatan Temple. Außerdem gibt es in der Bane-Trilogie Referenzen auf einen Machtkult, der von Ashla und Boga spricht, andere Worte für helle und dunkle Seite. Ashla war ein Wort, das George Lucas auch in frühen Skripten benutzt hat. Ahsoka nimmt nach den Klonkriegen auch zeitweise den Namen Ashla an und. Da könnte man Dutzende Referenzen aufzählen und da macht Bane mir richtig Spaß. Gut finde ich sehe keinen Versuch, die Macht irgendwie erklärbar zu machen, wie zum Beispiel durch Dinge wie die Midichlorianer, sowas sehe ich in Bane nicht. Dafür habe ich immer wieder das Gefühl, dass Machtkräfte und Kampfmanöver ein bisschen so gedacht werden, als könnte man sie in einem Punktsystem gegeneinander aufrechnen, wie in einem Computer-Rollenspiel. Du benutzt Force Pull, aber mein Widerstandswert ist zu hoch, du schaffst es nicht. Allein weil auch Machtfähigkeiten wie die Battle Meditation immer wieder vorkommen, da musste ich automatisch an die Knights of the Old Republic Reihe denken, für die Drew Karpyshyn ja wesentlich mitverantwortlich war. Es ist also sicher kein Zufall, dass die Macht in der Bane-Trilogie so ein bisschen spielmechanisch wirkt. Und jetzt kommt aber das, was für mich persönlich den Wert der Bane-Trilogie bis heute ausmacht. Die Verbindungen zur Skywalker-Saga. Beim Lesen von Darth Bane denke ich immer wieder, diese Bücher sind zu einem großen Teil auch dafür da, Palpatine nachträglich noch ein bisschen größer zu machen. Zum Beispiel lehrt der Blade Master auf der Sith-Akademie, Geheimhaltung kann deine größte Waffe sein. Verstecke deine wahre Stärke, bis du sicher bist, dass du den tödlichen Schlag ausführen kannst. The Blade Master reached out a hand and placed it on Bane's bare shoulder. Let this be a lesson to you all, he concluded. Secrecy can be your greatest weapon. Keep your true strength hidden until you are ready to unleash the killing blow. Hier habe ich beim Lesen das Gefühl, yes, hier werden Grundsteine gelegt dafür, dass 1000 Jahre später Palpatine Erfolg hat. Palpatine und seine Vorgänger halten sich ja verborgen, bauen im Geheimen geduldig ihre Stärke auf, sie decken Geheimnisse der dunklen Seite auf, bis sie eines Tages die ganze Macht der dunklen Seite ausschöpfen können. Ich fand es sehr zufriedenstellend, Banes großen Plan zu lesen, mit dem Wissen, dass Palpatine ihn 1000 Jahre später zu Ende führen wird. Someday in the distant future the Republic would fall and the Jedi would perish. And the entire galaxy would bow down to a dark lord of the Sith. It was inevitable. It was the way of the dark side. Hier wurde im Hörbuch nicht ohne Grund als Musik das Palpatine-Thema drunter gelegt. Die Bane-Trilogie ist auch absichtlich genau daraufhin geschrieben. Sie legitimiert Palpatine als wahren Sith,
der Darth Banes Traum erfüllt. In Episode 3 wird dieser Traum realisiert. In order to ensure the security and continuing stability, the Republic will be reorganized into the First Galactic Empire for a safe and secure society. Danach regieren die Sith Darth Sidious und Darth Vader 19 Jahre lang die Galaxis. Jetzt kann man fragen, was ist jetzt mit der Regel der Zwei? Sollte sie noch in Kraft bleiben oder ist sie überflüssig, jetzt wo die Sith wieder an der Macht sind? Da kriege ich in den Filmen und dem Kanon drumherum unterschiedliche Signale. Aber unterm Strich würde ich sagen, die Regel der Zwei bleibt bis zum Ende von Episode 6 in Kraft. Darth Vader macht immer wieder Anstalten, Darth Sidious herauszufordern. In den Comics baut er zeitweise sein eigenes Imperium gegen den Imperator auf. Und in Episode 5 ruft er Luke ja ganz klar auf, zusammen gegen den Imperator zu kämpfen. Luke, you can destroy the Emperor. He has foreseen this. It is your destiny. Join me. And together we can rule the galaxy as father and son. Gegen Ende von Episode 6 hat Vader aufgegeben. Er hält den Imperator für unbesiegbar. Er sagt zu Luke, es sei sinnlos, Widerstand zu leisten. It is pointless to resist, my son. Palpatine macht hier in der Logik der Regel der Zwei genau das Richtige. Er bleibt an der Macht und baut seine eigene Stärke aus, so gut er kann. Als er merkt, dass sein Schüler Vader die Ambitionen verliert, will er Vader fallen lassen und durch Luke ersetzen. Es muss immer zwei Sith geben. Einen, der die Macht verkörpert und einen, der sich danach sehnt. Dass Vader sich am Ende von Luke bekehren lässt, damit hatte Darth Sidious in seiner Überheblichkeit nicht gerechnet. Mit der Rückkehr des Jedi-Ritters Anakin Skywalker und dem vorläufigen Tod von Darth Sidious ist der Plan von Darth Bane am Ende doch noch gescheitert. Mit der Regel der Zwei sind die Sith zwar an die Macht gekommen, doch die Herrschaft hat nicht einmal 20 Jahre gehalten. Doch auch hier hat Palpatine von seinem Vorgänger Darth Bane gelernt. Es gab den Moment, als Bane dachte, Senna sei nicht die Richtige, die Sith anzuführen, und er, Bane, müsse seine Existenz verlängern. Er lernt von Darth Andedu die Fähigkeit, seine Essenz in einen anderen Körper zu transferieren. Bane scheitert noch bei dem Versuch, seinen Geist in Senna zu transferieren, aber seine Nachfolger geben nicht auf. Palpatines Meister Darth Plagueis kam dem Geheimnis schon sehr nah. Plagueis Vorgänger Meister Tenebris hatte schon daran geforscht und letztlich ist es Palpatine, der es schafft, seine Essenz in einen Klon zu übertragen. Er sagt in Episode 9 zu Kylo Ren: The First Order was just the beginning. I will give you so much more. You'll die first. I have died before. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Und der Widerstand erklärt sich die Rückkehr Palpatines mit Dark Science, Cloning, Secrets only the Sith knew. Geheimnisse, die nur die Sith kannten. Von Darth Andedu über Bane, Plagueis bis Sidious. Palpatine will seinen Geist dann in Rey übertragen. That is what I want. Kill me and my spirit will pass into you. As all the Sith live in me. You will be Empress. We will be one. Auch das kann man sehen als eine lange Linie von Darth Bane zu Darth Sidious. Die Legende von Darth Bane reicht bis ins Finale der Skywalker-Saga. Doch im offiziellen Kanon ist die Legende von Darth Bane ausgedünnt. Sein Auftritt in The Clone Wars ist dafür symbolisch. Why do you come to my tomb, Jedi? To learn. Do you know who I am? Yes, Darth Bane,
the ancient Sith Lord you are. And know why I am not forgotten. Created the rule of two. You did. Bane wird hier übrigens gesprochen von Mark Hamill, richtig cool. Aber sein Aussehen, diese Samurai-artige Rüstung, hat mit dem legendären Bane nichts zu tun. Darth Bane selbst ist Kanon. Was er hinterlassen hat, ist Kanon. Aber sein Aussehen, die Einzelheiten seiner Taten, das ist, man könnte es ganz hart mit Yodas Worten sagen. Exist, you do not anymore. So, liebe Auserwählten, das war mein kleines Porträt von Darth Bane, dem legendären Dark Lord der Sith, der Sithari, der Erfinder der Regel der Zwei, Wegbereiter von Darth Sidious, dem für mich größten Sith Lord aller Zeiten. Ganz besonders danken möchte ich dem lieben Nikolas. Der hat exklusiv die Musik zu dieser Podcast-Folge gemacht. Dafür hat er sich genau wie ich in Darth Bane eingelesen und hat dann in stundenlanger, mühevoller Arbeit mehrere Tracks komponiert. Zum Beispiel den, den ihr hier gerade hört. Ihr findet Nikolas im Netz unter seinem Künstlernamen Mike Closer unter mikecloser.com und auf Spotify. Und wenn ihr grundsätzlich findet, dass die Macht mit dem Bucketheads-Podcast ist, dann schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. Dort findet ihr diverse Möglichkeiten, wie ihr eure Freude ausdrücken könnt. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.